Manchmal ist das Leben nicht ganz planbar, deswegen läuft es manchmal anders, als man das wollte. Manche haben schon ein bisschen auf mein Video gewartet, es ist ein bisschen später geworden, aber heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen: Cannabis zerstört Familien und Beziehungen. Und das immer noch jeden Tag und nachhaltig, auch hier in Deutschland. Und ich finde, das muss einfach nicht mehr sein. Ich kann da einfach mal beispielhaft aus meiner eigenen Familiengeschichte erzählen, wie es meine persönliche Familiengeschichte geschädigt hat. Aber ich höre auch tagtäglich in unseren Läden, wie Menschen immer noch entweder schon aktiv stigmatisiert werden oder Angst haben vor einem Coming Out, aus Angst vor einer damit einhergehenden Ächtung, nur weil man ein anderes Rauschmittel wählt als die, die von unserer Regierung so vorgegeben sind, obwohl die nachweislich viel schädlicher sind. Und ich möchte auch die gar nicht verbieten. Da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich möchte, dass wir mündigen erwachsenen, freien Bürgern ein selbstbestimmtes Leben gewähren, dass jeder machen kann, was er will und da dann am besten auch noch offen mit umgehen darf, ohne dass er dafür von oben herab naserümpfend mit dem Piccolo in der Hand angeguckt wird. Nein, wir sind alle Menschen und da sollten wir doch drauf gucken und nicht darauf, wie einer seinen Alltag erlebt, solange er meinen damit nicht beschneidet oder den von jemand anderem. Und das ist nun mal bei Cannabiskonsumenten ziemlich deutlich der Fall. Deswegen gehe ich da jetzt auch noch mal kurz drauf ein. Ich erzähle mal kurz von meinem Papa. Hier ist er kurz. Irgendjemand da oben, die Allmacht hab ihn selig. Er ist leider ein paar Tage nach meiner Selbstständigkeit mit Hanfner verstorben. Das war eine sehr schwierige Zeit, aber darüber will ich auch gar nicht erzählen, sondern über die Zeit davor, denn mein Vater war ein sehr geradliniger, gesetzestreuer und absolut ehrlicher Mensch. Immer in die Fresse. Auch wenn es mal schwer fiel. Aber das brachte natürlich auch immer mal Probleme mit sich. Das ist ganz klar. Das größte Problem, was wir beide dann aber leider hatten, war, dass ich sage jetzt mal leider, mit 14 Jahren mit dem Kiffen angefangen habe. Und mit 16 Jahren entwickelte sich das auch in einer Regelmäßigkeit, die ich nicht mehr so richtig verstecken konnte. Ich habe aber auch für mich, selbst in den jungen Jahren schon gemerkt, ich brauche den Rausch ab und zu. Und das gibt mir mehr, als ich darunter leide. Aber bei den vorgegebenen Rauschmitteln wie Tabak oder Alkohol habe ich doch schwerwiegendere Nebenwirkungen als beim Kiffen und habe mich deswegen recht früh schon einfach für das Kiffen entschieden. Aber mein Papa, ich wiederhole es nochmal, war ein sehr gesetzestreuer Mensch. Die einzige Erfahrung, die er mal mit Cannabis machte, war eben keine schöne. Und deswegen hatte für ihn dieses Gesetz so auch einfach seinen Sinn. Ich war aber nicht in der Lage, ihm den Unsinn darin aufzuzeigen. Ich wusste es doch eigentlich auch schon in jungen Jahren viel, viel besser, habe es aber 15 Jahre lang nicht geschafft, ihm reinen Wein einzuschenken. Und das macht mich traurig und betroffen und ich möchte vielleicht andere motivieren, es mir nicht gleich zu tun und mutig darüber zu reden mit ihren Liebsten, wo man eigentlich sicher ist, man hat keine nachhaltige Ächtung zu befürchten. Man hat am Ende doch Verständnis eigentlich zu erwarten. Und das wird in den meisten Fällen auch passieren. Und wenn irgendjemand, nur weil ich jetzt Cannabis konsumiere, mir mein Dasein eines guten Menschen absprechen möchte, dann kann ich auf diesen Menschen eigentlich auch verzichten. Und das hätte ich in letzter Instanz vielleicht sogar mit meinem Vater gemacht. Ich habe es aber umgedreht. Ich habe erst auf ihn verzichtet, weil ich mich nicht getraut habe, mit ihm drüber zu reden. Ja, ich habe auf ihn verzichtet, weil ich keine Eier hatte, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich habe mich von Familienfesten früh davon gestohlen, weil ich wollte einen kiffen und ich wollte nicht erwischt werden, das heimlich machen. Ich wollte ihm nicht das Gefühl geben, sein Sohn ist ein gesetzesloser Mensch. Ja, dabei war ich das nie. Ich habe einfach nur gekifft und damit geht halt diese Kriminalisierung leider einher. Das ist leider ein Zusammenspiel, was von unserer Regierung so vorgegeben ist. Aber ich bin deswegen trotzdem kein krimineller Mensch. Aber ich habe es mir trotzdem irgendwie auch einreden lassen. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich ein Krimineller, nur weil ich mir auch mal eine Platte Hasch gekauft habe. Ja, aber deswegen war ich trotzdem kein krimineller Mensch. Ich wollte einfach nur buffen, verdammt nochmal. Und ich hätte auch meine Familienstruktur, denke ich, besser erhalten, wenn ich da in jungen Jahren drüber geredet hätte. Und wenn viele Menschen, viele unter uns vielleicht ähnlich mutiger gewesen wären, als sie es vielleicht waren, vielleicht wären wir dann in unserer Gesellschaft schon weiter. Da komme ich dann dahin. Wer hat denn eigentlich Schuld am Ende an dieser Misere, dass immer noch so eine Stigmatisierung da drauf liegt? Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, mein Papa war jetzt auch nicht, hat mich nicht gerade in sehr jungen Jahren bekommen. Er war ein älteres Semester und wir mussten ihm auch wirklich schon argumentativ aufzeigen, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand homosexuell ist. Ja? Ich kann mich noch genau daran erinnern, da waren wir in sehr jungen Jahren, meine Schwester und ich, und wir mussten ihm das argumentativ erklären
Und natürlich hat er das verstanden. Mein Dad war ja nicht blöd, im Gegenteil, er war sehr intelligent. Und natürlich konnten wir ihm aufzeigen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass er etwas dagegen hat, dass zwei Männer oder zwei Frauen oder wer auch immer miteinander Spaß zusammen haben oder ein Leben miteinander verbringen. Das geht doch niemand anderen was an. Ja? Und genauso ist es aber doch auch mit meinem Kiffen. Aber trotzdem habe ich mich nicht getraut, von meinem eigenen Vater ein Coming-out hinzulegen. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür schäme ich mich heute. Ja? Dafür schäme ich mich heute, denn das tut mir leid, weil nach 15 Jahren habe ich beschlossen, mich in dieser Hanfszene selbstständig zu machen. Und dann kam ich natürlich nicht mehr drum rum. Ich wollte natürlich, dass er hinter mir steht bei meinem Gang in die Selbstständigkeit. Und deswegen musste ich ihm dann auch die Wahrheit sagen. Ja, es war ein Gespräch, es ging einen halben Tag. Es war sicherlich schwierig und emotional und alles, aber danach war der Drops gelutscht. Fertig. Mein Vater hatte selbst in einem sehr hohen Alter noch total akzeptiert und verstanden, dass sein Sohn ein Kiffer ist. Und er hat sogar verstanden, dass ich ihn darüber so lange angelogen habe. Ja, das war für mich eine wahnsinnige Befreiung, das war wunderschön. Leider hatten wir danach nur noch ein halbes Jahr zusammen. Deswegen möchte ich an jeden appellieren, der das immer noch verheimlicht, der vielleicht schöne Momente auch verpasst. Ja, ich habe meine Eltern seltenst zu mir nach Hause eingeladen. Aber nicht, weil ich sie nicht gemocht habe. Im Gegenteil, ich liebe sie beide heute wahnsinnig. Nein, weil ich Angst hatte, sie sehen noch irgendwo ein bisschen Hasch oder ein bisschen Gras oder eine Wasserpfeife und meine Lebenslüge fliegt auf, für die ich mich so lange so dumm eingesetzt habe. Vielleicht habe ich ja dem einen oder anderen ein bisschen Mut gemacht und vielleicht schaffen wir es so, diese Stigmatisierung in unserer Gesellschaft weiter zu beschleunigt wegzuschaffen. Ja, das würde ich mir einfach wünschen, denn es ist so falsch, nur weil ein Mensch irgendetwas konsumiert, ihn deswegen zu ächten oder abzuwerten. Wenn er damit ein Problem hat, sollten wir ihm Hilfe anbieten, wenn wir ihn mögen. Aber solange er damit kein Problem hat, sollten wir ihn als den gleichen Menschen bewerten, der er vorher auch war. Das ist gar nicht so schwer, versucht's mal.